Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um die Verben mit Präpositionen. Im Deutschen gibt es einige Verben, die mit einer bestimmten Präposition verbunden sind. Wenn ihr wissen wollt, wie man ein Verb im Satz verwendet, müsst ihr im Wörterbuch nachschlagen. Damit es einfacher für euch ist, habe ich hier die wichtigsten Verben mit Präpositionen zusammengestellt und werde sie euch anhand einiger Beispielsätze erklären. In diesem Video beschäftigen wir uns erstmal mit den Verben, die mit der Präposition auf verbunden sind. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Auf etwas achten. Auf etwas achten. 注意点该事. Beispiel: Achte auf die rote Ampel. Achte auf die rote Ampel. Achte auf die rote Ampel. 还注意点到. Auf jemanden oder etwas aufpassen. Auf jemanden oder etwas aufpassen. 注意点到. Beispiel: Die Mutter muss auf ihre Kinder aufpassen. Die Mutter muss auf ihre Kinder aufpassen. Die Mutter muss auf ihre Kinder aufpassen. Người mẹ phải trông coi bọn trẻ. Ein anderes Beispiel. Kannst du bitte kurz auf meine Tasche aufpassen? Kannst du bitte kurz auf meine Tasche aufpassen. Kannst du bitte kurz auf meine Tasche aufpassen? Bạn làm ơn trông giúp tôi cái túi một chút được không? Es kommt auf jemanden oder etwas an. Es kommt auf jemanden oder etwas an. Nó còn phụ thuộc vào ai hay cái gì? Beispiel: Es kommt auf das Wetter an, ob wir ans Meer fahren. Es kommt auf das Wetter an, ob wir ans Meer fahren. Es kommt auf das Wetter an, ob wir ans Meer fahren. Việc chúng ta có lái xe ra biển không còn phụ thuộc vào thời tiết. Sich auf etwas beziehen. Sich auf etwas beziehen. Liên quan đến cái gì? Beispiel: Dieser Satz bezieht sich auf die leerste Seite. Dieser Satz bezieht sich auf die leerste Seite. Dieser Satz bezieht sich auf die leerste Seite. Câu này có liên quan đến trang cuối. Sich auf jemanden oder etwas freuen. Sich auf jemanden oder etwas freuen. Vui mừng về ai hay cái gì? Ở đây chúng ta sử dụng động từ này cho những hành động chưa diễn ra. Beispiel: Wir freuen uns alle auf den Urlaub. Wir freuen uns alle auf den Urlaub. Wir freuen uns alle auf den Urlaub. Chúng tôi vui mừng về kỳ nghỉ. Ich freue mich schon auf dich. Ich freue mich schon auf dich. Ich freue mich schon auf dich. Tôi vui mừng vì bạn sẽ đến. Jemanden auf etwas hinweisen. Jemanden auf etwas hinweisen. Làm cho ai chú ý đến cái gì đó? Beispiel: Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen hier verboten ist. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen hier verboten ist. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen hier verboten ist. Tôi muốn ông bà chú ý đến việc là ở đây cấm hút thuốc. Auf etwas hoffen. Auf etwas hoffen. Hy vọng vào cái gì đó. Beispiel: Wir hoffen auf ein Wunder. Wir hoffen auf ein Wunder.
Wir hoffen auf ein Wunder. Chúng tôi hy vọng vào một điều kỳ diệu. Sich auf etwas konzentrieren. Sich auf etwas konzentrieren. Tập trung vào cái gì? Beispiel: Ich muss mich jetzt auf meine Arbeit konzentrieren. Ich muss mich jetzt auf meine Arbeit konzentrieren. Ich muss mich jetzt auf meine Arbeit konzentrieren. Bây giờ tôi phải tập trung vào công việc của mình. Sich auf jemanden oder etwas verlassen. Sich auf jemanden oder etwas verlassen. Tin tưởng, tin cậy ai hay cái gì. Beispiel: Sie kann sich immer auf ihren Mann verlassen. Sie kann sich immer auf ihren Mann verlassen. Sie kann sich immer auf ihren Mann verlassen. Cô ấy luôn có thể tin tưởng vào chồng của mình. Auf etwas vertrauen. Auf etwas vertrauen. Tin tưởng vào cái gì? Beispiel: Sie vertraut auf ihre Fähigkeiten. Sie vertraut auf ihre Fähigkeiten. Sie vertraut auf ihre Fähigkeiten. Cô ấy tin tưởng vào khả năng của mình. Auf etwas verzichten. Auf etwas verzichten. Từ bỏ, không làm hay dùng cái gì đó. Beispiel: Er muss auf Alkohol verzichten. Er muss auf Alkohol verzichten. Er muss auf Alkohol verzichten. Anh ấy phải từ bỏ đồ uống có cồn. Sich auf etwas vorbereiten. Sich auf etwas vorbereiten. Chuẩn bị cho cái gì đó. Beispiel: Ich bereite mich gerade auf meine Abschlussprüfung vor. Ich bereite mich gerade auf meine Abschlussprüfung vor. Ich bereite mich gerade auf meine Abschlussprüfung vor. Tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp của mình. Auf jemanden oder etwas warten. Auf jemanden oder etwas warten. Chờ đợi ai hay cái gì? Beispiel: Ich warte schon seit einer Stunde auf den Bus. Ich warte schon seit einer Stunde auf den Bus. Ich warte schon seit einer Stunde auf den Bus. Tôi chờ xe buýt được một tiếng rồi. So, das war's. Ich hoffe, euch gefällt das Video und ihr konntet etwas Neues dazu lernen. In den nächsten Videos lernen wir weitere Verben mit Präpositionen. Und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!